Herr Dr. Hofmann, Sie sind als ärztlicher Psychotherapeut in Hamburg tätig und haben im Jahr 2018 ein überaus bemerkenswertes und viel diskutiertes Buch geschrieben mit dem Titel Und Gott schuf die Angst. Und Sie beziehen sich darin auf Ihre Erfahrungen mit muslimischen Patienten. Wie kam es denn zu diesem Naheverhältnis? Das ist eine kleine Geschichte. Man muss dazu wissen, dass Hamburg, wie viele Universitätsstädte, Anlaufstelle für viele Patienten aus dem arabischen Raum ist. Zum einen die Universitätsklinik, das findet sich aber auch in Heidelberg oder Freiburg, aber auch die niedergelassenen Kollegen kriegen Besuch von arabischen Patienten. Deutsche Medizin hat immer noch einen guten Klang in diesem Teil der Welt. Dadurch kommen die hierher. Dann hat mich ein Kollege gefragt, ob ich eine Patientin übernehmen könnte. Diese Patientin hatte einen riesigen Benzodiazepin-Abusus entwickelt über die Jahre, sodass dem Kollegen Angst und Bang wurde. Er hat sie dann zu mir geschickt. Ich habe angefangen, eine Therapie auf Englisch durchzuführen. Das war recht erfolgreich. So nach einer Weile, es hatte sich ein gewisses Vertrauen gebildet, sagte sie, warum kommen Sie nicht an den Persischen Golf? Wir stellen einen Raum zur Verfügung. Wir stellen 10 Patienten pro Tag zur Verfügung, wenn Sie mögen. Kommen Sie doch einfach rüber. Es gibt Bedarf. Ich habe mit mir gerungen und dann gesagt, es war tiefster Winter in Hamburg. Das ist ziemlich eine graue Angelegenheit. Was habe ich zu verlieren? Habe ein Ticket gekauft und habe mich auf diese Reise begeben. Das war ursprünglich mal ein Abenteuer, dann eine Herausforderung und dann eine Routine. In der Tat, es stand ein wunderschöner Therapieraum am Meer bereit und entsprechend viele Patienten. Und daraus hat sich das dann entwickelt. Neben den Besuchen am Persischen Golf, in Abu Dhabi, in Dubai oder Bahrain, führe ich aber auch Skype-Sitzungen durch, wenn dies nötig ist, zwischenzeitlich einfach, damit der Kontakt nicht abreißt. Was zeichnet nach Ihren Erfahrungen die arabische Seele aus? Und weiter gefragt, was hat Sie dazu veranlasst, dieses Buch zu schreiben? Also ich fange mal mit der zweiten Frage an. Während dieses Prozesses der letzten 10 Jahre war mir nach manchen Sitzungen so plümmerant zumute, dass ich dachte, ich schreibe mal auf, was ich gerade erlebt habe. Im Flugzeug sitzend, nach den Sitzungen, wenn ein bisschen Zeit war, einfach zur eigenen Psychohygiene. Und weil ich dachte, das ist zu verrückt oder bewegt mich zu sehr, ich muss etwas tun, um damit umzugehen. Und dann habe ich das Schreiben in einem Bücherl angefangen und so sammelten sich langsam Geschichten an. Dann kam die Flüchtlingskrise dazu und ich las mal einzelne Kapitel von dessen, was ich da aufgeschrieben hatte, Freunden vor, die sagten dann zunehmend, das musst du mal richtig aufschreiben. Durch einen Kontakt zu meiner wunderbaren Agentin, Frau Neumann, entstand dann die Möglichkeit, wirklich ein Buch herauszubringen. Die hat das dafür Notwendige alles erledigt, mich ganz wunderbar betreut im Prozess des Schreibens. Und so ist es dann entstanden. Die erste Frage braucht ein ganzes Buch, um es zu beantworten. Aber wir versuchen ja hier das Unmögliche, um das Mögliche möglich zu machen. Es unterscheidet sich in vielem, finde ich. Also man muss in zwei Gruppen einteilen. Es gibt die sehr westlichen, säkularen Araber, die sind uns nicht ganz unähnlich. Die leben mit den gleichen Werten, versuchen ihre Kinder großzuziehen, schicken die auf englische Schulen, leben sehr ähnlich wie wir, vielleicht so ein bisschen wie wir vor 30, 50 Jahren. Dann gibt es aber die andere Hälfte der mit dem Glauben fundamental verbundenen, die ticken in der Tat sehr anders als wir. Und nur meine recht streng katholische Erziehung hat mich in die Lage versetzt, damit angemessen umzugehen.
Für diese Gruppe sind die Wahrheiten der Religion das absolut Entscheidende. Und alles, was erlebt wird, was innerlich verarbeitet wird, wie es symbolisiert wird, mentalisiert wird, innerlich, wird gefiltert durch das, was Religion vorgibt. Und diese Vorgabe ist immer präsent. Ich erlebe es nicht bei meinen Hamburger Patienten, dass in einer Sitzung so viel zitiert wird aus dem Koran oder hier aus der Bibel. Und das findet dort eigentlich ständig statt. Nach einer Intervention bekomme ich dann gerne mitgeteilt, dass es da und da schon stünde. So ist die Präsenz des Religiösen für diese Hälfte der Patienten erstaunlich mächtig. Sie haben erzählt, dass Ihre eigene Erziehung Sie in die Lage versetzt hat, damit besser umzugehen. Warum? Na, mein Vater war das, was man so gut katholisch nennt. Dieses Ausgehen vom Dogma ist ja durchaus etwas, was die Kirche besonders, ich bin in den 50er Jahren, 60er Jahren groß geworden, doch sehr noch verbreitet hat. Dieses dogmatische Denken, das finde ich sehr vergleichbar. Eine wichtige Aufgabe der Religion liegt doch eigentlich darin, einen Sinn im Leben zu vermitteln, im Aufblick zu einer höheren, überirdischen Wirklichkeit, auch über unsere körperliche Endlichkeit hinweg zu trösten. Warum leben dann ausgerechnet tief religiöse Menschen oft so angstdominiert? Na, vielleicht sollte man Glauben und bloße Überzeugung unterscheiden. Der Glauben hat als Schatten immer den Zweifel. Und dieser Zweifel muss zugelassen werden, sonst ist es doch gar kein Glaube. Wenn ich versuche, den Zweifel zu tilgen, drücke ich dass die Energie des Zweifels ins Unbewusste. Dort feiert dann in Form von Angst diese Energie im Patienten Wiederauferstehung. Das wäre ja vielleicht auch die Unterscheidung zwischen einem gesunden Glauben und einer dogmatisch orientierten Ausrichtung. Also gesunder und kranker Glaube, das ist für mich eine Unterscheidung, die ich noch nicht getroffen habe. Jedenfalls gehört der Zweifel, einfach auch, weil wir zwei Gehirnhälften haben, mit dazu. Wir können immer nur Ja, Nein denken. Nur Gefühl ist gegensatzlose Mitte. Sodass eine wichtige Aufgabe beim Herausführen aus der Angst das Hineinführen in Gefühl ist, als Verortung für ein Selbst. Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten angstmachenden Faktoren in der Religion? Ist es der argusäugig über allem thronende Gott, der jede Regung beobachtet und belohnend, bestrafend in das Schicksal eingreift? Sind es auch vielleicht Höllenvorstellungen, Höllenängste? Das habe ich ganz konkret bei Patienten so erlebt, die unter diesen Argusaugen leben müssen. Wenn ich ein so düsteres Gottesbild habe, dann lebt sich nicht gut damit. Jede Regung, jeder Gedanke, selbst in Therapiesitzungen, wenn man mal etwas ausbreitet, Fragen ausbreitet, habe ich es durchaus erlebt, ich beschreibe es auch im Buch, sogar mal eine Panikattacke ausgelöst, als meine Frage zu tief ging. Und im Gespräch mit Freunden habe ich durchaus gehört, Doktor, don't ask, don't go too deep, geh nicht zu tief, weil man vielleicht etwas aufrühren könnte, was unbeantwortet bleibt. Es gehört vielleicht zu unserem Kulturkreis, dass man fragt, 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 bis nichts mehr übrig bleibt. Das ist auch eine Tugend, das kann man manchmal auch auf die Nerven gehen, aber es ist erstmal eine Tugend, weil es all das erlaubt, was geistige Freiheit braucht. Wenn die geistige Freiheit durch ein starres Gottesbild so eingehegt wird, dann drückt sie gegen die Wände und will doch letzten Endes Befreiung. Wenn das aber nicht als solches erlebt werden darf, dann kommt es als Angst hoch.
Haben Sie eigentlich auch Erfahrungen mit voll verschleierten Patientinnen? Es muss ja ziemlich schwierig sein, da einen Zugang zu Menschen zu finden. Eine einzige habe ich gemacht. Die fand ausgerechnet hier in Hamburg statt. Durch Freunde oder Bekannte war mir eine Patientin zugewiesen worden, sodass ich eine Sitzung mit einer voll verschleierten Patientin in Gegenwart von ihrer Schwester durchgeführt habe. Ich würde das sonst auf Dauer nicht tun, weil ich das Gesicht lesen muss. Ich muss ja die Gefühle lesen. Ich muss doch die Hälfte meiner Aufmerksamkeit mindestens auf das richten, was ich jetzt mit meiner Antwort in Ihnen sozusagen anrichte. Wenn ich eine voll verschleierte Patientin vor mir habe, gelingt dieses Lesen ja natürlich nicht, soll ja vielleicht auch nicht gelingen. Das Verborgene ist ja das Wichtige, das Geheimnisvolle soll ja erhalten bleiben. Für eine Therapie geht es aber auch um Selbstenthüllung im doppelten Sinne. Wie soll das gelingen bei einer Vollverschleierung? Das würde ich nicht tun. In dieser ersten Sitzung, die ich mal gemacht habe, war das okay, weil man ja erstmal anamnestisch versucht, den Boden zu eruieren, auf dem das Ganze stattfinden soll. Das war schwierig genug. Das war auch sehr berührend, weil man sozusagen eine ganz lange Brücke bauen musste, um zum anderen zu kommen. Aber irgendwie funktioniert hat das für eine erste Sitzung dann doch. Und dann haben Sie aber nicht weitergemacht? Die Patientin, wir hatten uns verabredet, ist dann zum nächsten Termin nicht erschienen. Ich hatte leider keine Kontaktdaten, sodass ich nicht nachhaken konnte. Das ist so ein Cliffhanger, den es in der Therapie manchmal gibt. Religiöse Gruppierungen, egal ob es sich um eine kleine Sekte oder um eine Weltreligion handelt, leben ja oft auch vom Anspruch, die allein heilbringende Wahrheit oder die von Gott offenbarte Wahrheit zu verkünden. Daraus entwickeln Gläubige dann ja auch ein gewisses Überlegenheitsgefühl, das sie mit Gleichgesinnten zwar eng verbindet, aber andererseits auch der übrigen Welt entfremdet, innen, außen. Ist das nicht eigentlich eine klassische Gefängnissituation? Das hängt davon ab, wie rigide diese Überzeugungen durchgezogen werden. Dass man ein Innen-Außen-Gefühl hat, haben wir doch aufgrund unseres Wunsches nach Identität, nach etwas Eigenem und auch der Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen ein Stück alle. Das ist ja nichts, was nur Araber oder nur Muslime oder nur Christen haben. Das ist ja ein menschliches Tun. Es geht immer um Identität und es geht um Identifikation. Es geht um nur ich und das Dabeisein zu einer Gruppe. Wie bei einer Zelle müssen die Grenzen semipermeabel sein. Es muss Grenzen geben, aber sie müssen durchlässig bleiben. Und eine Zelle ist genauso organisiert wie eine Familie, wie ein Staat, wie größere Gebilde. Die Semipermeabilität bei einer gleichzeitig vorhandenen gewissen Plastizität ist notwendig. Sie schildern in Ihrem Buch eine Patientin, die einen Gebetszähler als Ring am Finger trägt und sagt, ich zitiere, wenn ich einmal 1000 erreicht habe, wird mein Tag gut. Ich weiß es, das ist Allah wohlgefällig. Dann kann ich entspannen und etwas Gutes wird an diesem Tag passieren. Quantität im Gebet, dieses Konzept ist der christlichen Tradition ja auch nicht fremd, aber was bewirkt diese Fokussierung auf Verhaltensnormen? Was macht sie mit dem Menschen? Na, zuerst findet eine riesen Energieabfuhr statt. Es ist ja auch der Wunsch nach einer Verankerung, einer Gewissheit, einer Verbundenheit in einer sonst vielleicht beängstigenden Welt. Durch diese Verbundenheit entsteht eine Selbstberuhigung. Und darum geht es wohl. Es ist eine Art Mantra,
dass über den Zähler am Ringfinger dann auch noch dokumentiert wird. Eine Art religiöses Biofeedback, das dann zur Selbstberuhigung dient. Es absorbiert allerdings so viel Energie, dass für das tägliche Tun manchmal nicht genug übrig bleibt. Das ist ja bei all diesen Dingen, die ich zur Selbstberuhigung versuche zu tun, so auch meinetwegen bei einem Zwangspatienten, der viel kontrollieren muss, der versucht sich ja auch selber zu beruhigen. Seine Grundempfindung ist ja auch Angst. Das kann aber so dysfunktional werden, dass das Tageswerk, die Arbeit nicht mehr zu schaffen ist. An diese Grenze kommen solche Patienten mit diesen Gebetszählern durchaus auch. Wir leben ja in einer ständigen Resonanz mit anderen Menschen, mit der Umwelt. Wird diese natürliche Resonanz dann durch dieses Feedback ersetzt? Ich glaube, der Gebetszähler wird besonders dann bedient, wenn man alleine ist. Mhm. Wenn ich muss ja, um allein zu sein, mich selbst haben. Wir haben zu uns ja selber ein Subjekt- und ein Objektverhältnis. Ich bin ja ich und ich kann mich selber betrachten wie ein Werkstück. Und darin findet sozusagen, ich brauche mich dann aber, ich brauche mein Selbst, um mein inneres Gegenüber zu haben. Wenn das nur unvollständig ausgeprägt ist, habe ich Mühe mit dem Alleinsein. Und ich glaube, dann kommt der Gebetszähler dazu. Was passiert, wenn die Menschen erkennen oder zu erahnen beginnen, dass ihr Glaubensgebäude zu keinem glücklichen Leben führt? Zweifel sind, wie Sie schreiben, in der Kultur und Religion, die muslimische Patienten geprägt hat, nicht vorgesehen. Wissen Sie, wie man im Islam beispielsweise mit Depressionen oder ausufernden Angststörungen umgeht? Na, zuerst ist natürlich der Gang zum Psychiater da, wie wahrscheinlich auch hier im Westen, und das Verschreiben von Medikamenten. Das findet in einem erschreckend großem Maße statt und die zumeist ägyptischen oder auch irakischen Kollegen gehen da mit schwerer Hand zu Werke. Also die Patienten, wenn sie denn von so einem Kollegen kommen, sind manchmal ziemlich abgeschossen. Es gibt auch andere Beispiele, wo Kollegen das wirklich sehr fein erledigen, aber ich habe viele Fälle erlebt, wo Patienten wirklich nicht mehr gerade ausgucken konnten, auf gut Deutsch. Also es wird erstmal als Störung des Körpers somatisch wahrgenommen. Ein psychisches Konzept, ein psychodynamisches Konzept existiert erstmal nicht. Bei vielen Therapien war es notwendig, überhaupt erstmal dieses psychodynamische Konzept zu vermitteln, dass so etwas, was in meinem Unbewussten, was in meinem Alltag, in meinen Alltagskonflikten passiert, wenn ich es nicht im Psychischen bearbeite, wieder Auferstehung feiern kann, in Form von Ängsten, von Panikattacken. Also das Modell ist erstmal ein rein körperliches. Gelingt es Ihnen, das zu vermitteln? Da geht es ja um ein eigenes Weltbild. Das ist mühevoll. Das dauert viel, viel länger als hier in Hamburg, weil erstmal die Konzepte geschaffen werden müssen. Erstmal, ja, Psychoanalyse ist ja von der Tradition erstmal eine christlich-jüdische Unternehmung. Und daher erstmal kulturfremd. Es gibt zwar inzwischen eine Menge gut ausgebildete, die im Wesentlichen in England ausgebildete Psychiater, auch Psychotherapeuten, aber dieser emanzipatorische Impuls des Zu-sich-Kommens, der findet noch nicht statt, der ist erstmal fremd. Psychotherapie ist ja auch erstmal ein Akt der Vereinzelung, des Herauslösens aus familiären Zusammenhängen, aus Arbeitszusammenhängen. Es geht ja um mich alleine in der Psychotherapie und nicht um Gruppe erstmal. Diese Vorstellung allein kann fremd wirken. Ich glaube, die Patienten, die zu mir kommen, sind primär die Mutigen. Denn sie erlauben sich, ein Problem zu haben.
Sie erlauben sich damit, zu einem westlichen Kollegen zu gehen und sie versuchen, den Akt der Selbstenthüllung, davor haben wir erstmal höchsten Respekt zu haben. Gibt es noch andere Aspekte im Weltbild muslimischer Patienten, die darauf hinweisen, dass bestimmte Eckpfeiler, die unser europäisches Weltbild prägen, schlicht und einfach fehlen? Denkt da zum Beispiel an den Einfluss des Unbewussten. Na, das ist ein Konzept, das wir ja auch erst seit 150 Jahren haben. Das ist natürlich noch nicht verankert. Dennoch hat ja die Psychoanalyse zum Beispiel Eingang gefunden in die Filmindustrie und viele Filme beschäftigen sich damit. So ist das durchaus auch schon bekannt. Aber die Vorstellung, dass 4/5 meiner seelischen Aktivität unbewusst sind und vielleicht nur 1/5 bewusste Aktivität ist, ist natürlich nicht so bekannt und auch sicherlich furchterregend. Dass ich nicht Herr im eigenen Haus bin, ist ja eine schreckliche Vorstellung, mit der wir uns ja auch auseinandersetzen müssen. Wir glauben ja auch alle, dass wir alles unter Kontrolle haben, besonders uns selbst. So ist es halt nicht. So würde ich sagen, das ist noch nicht so verankert, aber die Morgenröte ist sichtbar. Ein Kapitel in Ihrem Buch widmet sich der Tabuzone Körper. Wie ist es mit der Sexualität im Reich von Tausend und einer Nacht? Beklemmend. Insgesamt also beklemmend. Es ist nicht das Paradies für die Männer. Durch die kulturellen Vorgaben, das ist gar nicht religiös, wird immer später geheiratet. Gerade in der Mittelschicht muss man enorme Kosten dafür bewältigen. Die Hochzeiten kosten ein irrwitziges Geld, sodass, und die Ansprüche an den Mann sind enorm, sodass sehr spät geheiratet wird. Das heißt, die religiös verbundenen Männer bis um die 30 haben keine Sexualität. Das ist kein guter Zustand und für die Bewältigung von Stress, von Gewalt, von inneren Spannungen einige Mühe, dass die sozusagen bei diesem Gebot bleiben. Ich habe gestaunt, wie viele sich daran auch halten und auf eine Sexualität, eine lebendige Sexualität verzichten. Natürlich gibt es auch viele, die ihre eigenen Wege finden, eine Sexualität zu haben. Aber für die Männer ist immer noch für viele der voreheliche Geschlechtsverkehr tabu. Für die Frauen immer noch und natürlich gilt es, dass die Jungfräulichkeit erhalten bleibt. Das ist ein Muss, von dem kaum abgewichen wird. Das ist ein Standard, der noch sein muss. Natürlich ist es schwierig, wenn man homosexuell ist, natürlich ist es schwierig bei anderen Devianzen. Das findet nur in der Heimlichkeit statt oder häufig erst dann, wenn man das Land verlassen hat. Aber Sie haben trotzdem die Erfahrung gemacht, dass man darüber im Rahmen einer Therapie spricht. Ich habe gestaunt, wie offen dann gerade, wenn der religiöse Rahmen vorhanden ist, zum Beispiel in einer Ehe, wie offen dann doch darüber geredet wird. Dann ist das alles gut. Es ist ja auch, soweit ich informiert bin, ein religiöses Gebot, dass eine befriedigende Sexualität stattfindet. Insofern wird dann auch offen darüber gesprochen. Zum Teil viel unverbrämter als hier im Westen. Das ist anders als unser Vorurteil. Das Voreheliche ist das Problem. Da ist alles hasch-hasch. In der 2000-jährigen Geschichte der christlichen Kirche gab es ja auch jede Menge Ereignisse, die auf einen gewissen Fanatismus zurückzuführen sind. Man hört manchmal die Auffassung, dass im Islam mit etwas Verspätung jetzt die gleichen Fehler begangen werden wie früher im Christentum. Würden Sie sich dem anschließen oder geht es beim Islam
doch grundlegend um etwas ganz anderes. Ich finde diese Vergleichbarkeit kritisch, dass man immer sagt, ja, da fehlt noch die Aufklärung, da fehlt noch die Reformation, da fehlt ein Martin Luther, der ja ein Segen für unsere Kultur war. Ich habe da Zweifel, weil ich glaube, dass, soweit ich informiert bin, der Islam primär anders gefügt ist. Da ist eine solche Entwicklung nur schwer denkbar. So ist für mich auch die Vorstellung eines Euro-Islam kaum nachvollziehbar. Es gibt, glaube ich, ein Buch, das heißt mit dem Titel »Nur ein schlechter Muslim ist ein guter Muslim«. Da ist ja was dran. Man kann sozusagen sich von diesem Glauben nur entfernen. Man kann ihn kaum modifizieren. So wird es mir jedenfalls von meinen Patienten gesagt. Sicherlich gibt es Strömungen hier im Westen, eine feministische Auslegung des Korans, wunderbare Entwicklungen, die sind aber ehrlich gesagt am Persischen Golf ziemlich irrelevant. Einfach nur verschwinden kleine Minderheiten. Also ich glaube nicht, dass da so eine kirchengeschichtliche Entwicklung vergleichbar wäre. Kirchengeschichte hängt ja auch zusammen mit Kulturgeschichte. Wie sieht es diesbezüglich im Vergleich aus? Ja, die Kirchengeschichte ist ja auch eine Geschichte, die Künste hervorgebracht hat. Malerei, Skulptur, die Kirchenmusik war der Anfang für die westliche Musik insgesamt. Manchmal habe ich meine Patienten am Persischen Golf sehr bedauert, weil sie diese Möglichkeiten der Symbolisierung, meinetwegen, dass man in eine Tannhäuser-Aufführung geht und dort ein Stück seine Konflikte friedlich abgebildet sieht, dass diese Möglichkeit gar nicht existiert, sich intensiv auf einer Symbolebene mit etwas auseinandersetzen zu dürfen. Wir haben das Glück, eine Kultur zu haben, die ganz viele Symbolisierungsmöglichkeiten anbietet, sei es Ballett, sei es Theater. Es gibt Gott sei Dank die Poesie, die sehr gepflegt wird, aber jenseits davon haben wir ja Gott sei Dank im Westen eine Menge Möglichkeiten, uns in den Produkten der Kulturschaffenden wiederzufinden. Das fand ich für mich immer tröstlich und ich habe meine Patienten bedauert, die das nicht hatten. Hatten Sie bei Ihren Patienten den Eindruck, dass Sie unter einer gewissen, wenn man es überhaupt so sagen darf, Flachheit Ihrer Kultur leiden? Im Vergleich? You never miss what you never know. Die kennen das doch gar nicht. So bin ich zum Beispiel erstaunt, dass bei den vielen Besuchen hier von den Patienten, da findet ja auch viel Leerlauf statt, bis die medizinischen Versorgung oder die Untersuchungen abgeschlossen sind. Es findet fast nie ein Besuch, meinetwegen in der Hamburger Kunsthalle statt, die ja eine wunderbare Sammlung ist. Der natürliche Drang zu solchen Dingen ist quasi nicht vorhanden. Haben Sie aus psychotherapeutischer Sicht bei einem Patienten mal den Eindruck gehabt, wie gut, dass er seinen Glauben und genau diesen Glauben hat? Sie meinen, wie gut, dass er so gut in seinem Glauben verankert ist? Dass er diesen Halt hat? Naja, primär reiße ich natürlich nicht dem Patienten seine Haltestrukturen weg, wenn er als Angstpatient zu mir kommt. Das wäre ja wahnsinnig. Man muss vorsichtig sein. Man muss emanzipatorisch arbeiten, aber gleichzeitig entsprechend unterfüttern. Der innere Halt muss ja genügend gestärkt sein, bevor ich irgendwelche Korsetts abschraube. Manchmal war ich froh, dass ich wusste, dieser Patient wird sich nicht umbringen, weil das religiös verboten ist. Das gab mir ein Stück Sicherheit. Ich wusste, da wird nichts passieren, auch wenn es diesem Patienten saudreckig ging. Und das ist für einen Therapeuten immer ganz nett, wenn er weiß, der Patient bringt sich nicht um. Sind Ihnen Fälle von Suizid bekannt? Ich habe es nie erlebt, weil es religiös natürlich ein No-Go ist.
der Halt ist auch da in einem ganz positiven Sinne. So als Suizid ist ja auch ganz häufig eine Folge von Isolation. Isolation von den Menschen. Wenn dann eine letzte Verbundenheit noch steht, bin ich dankbar. Eine letzte Verbundenheit mit Welt, mit Gott, mit Allah in diesem Fall, bin ich dankbar, weil es eine Kraft ist, die im Leben hält. In Ihrem Buch ziehen Sie ein sehr beeindruckendes Resümee, was unsere Beziehung zur arabischen Seele anlangt. Ich möchte daraus zitieren. Uns fehlt, dass wir diese Menschen in ihrem Glauben wirklich ernst nehmen. Das Gefühl für eine derartige religiöse Inbrunst ist uns abhanden gekommen. Wie sollen wir mit dem explizit Fremden umgehen? Toleranz trifft dort auf Schwierigkeiten, wo sie auf das Überlegenheitsgefühl des Gastes, des Flüchtlings trifft. Dieses Überlegenheitsgefühl ist unverzichtbarer Bestandteil des Islams, bei aller Freundlichkeit, die den anderen Buchreligionen entgegengebracht wird. Was bedeutet das in der Praxis? Wie soll man umgehen mit Menschen, mit traumatisierten Flüchtlingen, für die ihre Religion vielleicht das Einzige ist, an dem sie sich noch festhalten können? Ja, zuallererst müssen wir sie behandeln. Wir müssen sie als Kranke begreifen, die Hilfe brauchen, die intensiv Hilfe brauchen von wirklich guten Kräften, die wissen, was sie tun. Das gibt es inzwischen. Und diese Behandlung gibt dann diesen Menschen eine Chance, eine Entscheidung zu fällen, was mit ihrem Leben wirklich passieren soll. Wir haben sie nicht zu bevormunden. Wir haben sie, ein Flüchtling, meinetwegen aus Syrien, der wirklich kriegstraumatisiert ist, sollte schon eine Chance haben, wieder auf die Beine zu kommen, sodass er dann sein Leben in die Hand nehmen kann und eine informierte Entscheidung fällen kann, wie sein Leben weitergehen soll. Primäres Ziel der Behandlung ist also, den Patienten dorthin zu bringen, dass er entscheiden kann. Ja, dass er weiß, was er mit seinem Leben tut. Das tut alle Therapie, soll doch letzten Endes mich nur frei machen dafür, dass ich Verantwortung übernehme für das, was in mir ist und was ich tun will. Ich kann dem Patienten keine Entscheidung abnehmen. Bei einer Scheidung nicht, bei einer Heirat nicht, bei all seinen großen Dingen. Ich kann ihn nur versuchen, dass er sein Leben angucken kann und all die Komplexitäten betrachten kann und daraus dann eine Entscheidung fällt. Gab es eigentlich ein bestimmtes Ziel, das Sie mit Ihrem Buch verfolgt haben? Eine Botschaft, die Sie vermitteln wollten? Das ist eine Frage, die ich mir seltsamerweise erst am Ende, fast am Ende des Schreibens gestellt habe. Ich fand einfach wichtig, oder mich hat erstaunt, wie wenig wir hier wissen. Und ich dachte, ich habe einen Einblick bekommen, auch von diesem Patienten, für den ich sehr, sehr dankbar bin, den keiner so leicht kriegt. Auch ein Journalist wird das, was ich erlebt habe, nicht erleben. Und vielleicht dient das ja zum Verstehen. Und wenn ich ein bisschen zum Verstehen beitragen kann mit diesem Buch, dann wäre mir das ganz recht. Wenn daraus dann Politiker ihre Schlüsse ziehen, sei es drum, sollen sie tun, dann wissen sie wenigstens ein bisschen mehr, worum es geht. Sie haben ein schönes Zitat, das das auf den Punkt bringt: Before you change me, understand me. Ja. Gibt es ein weiteres Projekt, das Sie als Autor vor sich haben? Naja, im Augenblick bin ich, glaube ich, erstmal leer geschrieben. Das war eine Kraftanstrengung neben einer vollen Praxis und drei Kindern, die noch minderjährig sind und jetzt im Gymnasium sind. Ich brauche mal eine Pause und dann muss ich gucken. Also ich habe mal darüber nachgedacht, ob ich ein Follow-up mache. Ich könnte sozusagen erzählen, wie es genau diesen Patienten, dadurch, dass ich recht gut vernetzt bin, wie es mit denen weitergegangen ist, was aus denen geworden ist. Vielleicht ergibt sich daraus was, aber im Augenblick bin ich mal froh, nicht nachts am Schreibtisch zu sitzen und zu arbeiten. Herr Dr. Hoffmann, vielen Dank für die Einblicke in Ihre Arbeit. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank für das Interesse.